So, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mal ein etwas ernsteres Thema und zwar etwas, was mich ziemlich anpisst. Und zwar, es geht schon seit Tagen auf Facebook rum und zwar diese ganzen Bilder um Logix und so. Ich möchte jetzt gar nicht größer darauf zu sprechen kommen, weil ihr seht ja hier die ganzen Verlinkungen bei den ganzen Bildern und so und was weiß ich nicht alles. Wenn ich jetzt drauf gehen würde, ja, hier die ganzen Bilder, ihr wisst ja alles, was ich hier meine. Ist ja keine große Kunst mehr. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, warum verlinkt ihr die ganzen Bilder auf Facebook und verlinkt ihr noch 10.000 Leute? Das finde ich einfach nur unnötig und auf einer Seite auch dreist, weil erstens, ihr kennt Alotrix nur vom Internet her und dann diese ganzen Videos auch hier mit, oh, Alotrix, Real Life mit Foto, 100% echt, ey. Da denke ich mir so, wie dumm kann man eigentlich nur sein? Weil ihr kennt den vom Internet und wollt sagen, es ist ja zu 100% nur, weil es derselbe Hintergrund ist. Und selbst wenn er es ist, was gibt euch das Recht, Videos zu machen mit seinen Bildern? Ihr solltet froh sein, wenn er euch nicht anzeigt oder so. Ich finde es einfach nur unnötig und nass diesen ganzen Scheiß mit diesen ganzen Verlinkungen hier, dieser FIFA-Skiller hier. Eigentlich dachte ich, es wäre ein ganz normaler Typ und nur weil seine über die Hälfte seiner Abonnenten sagen, hey, poste mal ein Bild von der Lorex auf Facebook, okay, mache ich halt mal, macht er da gleich mit. Also ganz ehrlich, sowas hätte ich jetzt von dir jetzt nicht gedacht und ja, der Blog lässt grüßen. Das werde ich auch mit den ganzen anderen Leuten machen, die mich jetzt auf Bildern hier verlinken. Ich werde Leute einfach blockieren, sowohl auf Facebook, und wenn ich auch weiß, wie sie auf YouTube heißen, werde ich sie auch auf YouTube blockieren und dann die ganzen Kommentare unter den Videos. Oh, willst du Alotrix sehen? Dann geh auf den Link und dann poste den Link unter den Videos. Sowas ist einfach nur unnötig und ja, ich weiß nicht, wo das Ganze hinführen soll. Auf jeden Fall, ja, wird jetzt über Klartext gesprochen. Wenn ich einen Link sehen sollte zum Video in den Kommentaren unter mein Video, dann ja, werde ich den Typen einfach blocken, werde den Post löschen und werde ihn auch auf Facebook blockieren, weil solche Leute brauche ich einfach nicht. Ich möchte bei dem Ganzen nichts am Hut haben. Das heißt, wenn ihr ein Bild habt und stellt es hier auf Facebook, dann verlinkt mich einfach nicht, weil vor allem diese ganzen Kommentare, die dann hier gespammt werden und dies und das. Wenn ich da die Kommentare hier lese, hier, boah, und der soll 10 Frauen auf einen Tag geknallt haben. Und wenn ihr seid eigentlich selbst dran Schuld, wenn ihr solche Geschichten glaubt, ne? Ihr seid einfach so dumm. Wenn ihr die Geschichten glaubt und denkt, ja, er knallt 10 Leute am Tag, dann glaubt es ihm und regt euch dann nicht auf, wenn er etwas anders aussieht, wie ihr es euch vorstellt. Und generell, es ist doch scheißegal, wie ihr aussieht, weil wisst ihr könnt einen Menschen nicht am Aussehen beurteilen, weil jeder tickt anders. Guckt mal, es gibt Leute, die sind klein, rund und haben hier die geilsten Weiber auf der Welt, ne? Es geht in einer Liebe, generell in Beziehungen nicht darum, ob man hier der Hübscheste auf der ganzen Welt ist, ne? Es gibt auch hier andere Aspekte und so. Aber anscheinend kapiert ihr das doch gar nicht, weil ihr noch in dem Alter noch nicht seid. Deswegen lasst einfach den Scheiß, lasst einfach die Fotos hier auf Facebook. Sowas einfach unnötig und dann die ganzen Kommentare. Boah, der hat noch nie 10 Weiber an einen Tag geknallt und so. Ich meine, wie gesagt, es ist euer Bier, wenn ihr glaubt, er hat es gemacht, dann glaubt es. Wenn ihr es nicht glaubt, dann ja, ist es halt so der Fall. Auf jeden Fall, ja, man sollte nicht jede Geschichte glauben, die jemand erzählt. So, außerdem möchte ich euch hier mal zum Dr. Pressure weiterleiten. Ein Kommentator, der richtig gute Videos macht, wie ich zumindest finde. Er hat hier mal ein Video gemacht über die Wahrheit zu King of Web. Da geht es um eure Facebook-Daten und so weiter. Das werde ich jetzt einmal verlinken. Schaut es auf jeden Fall an. Lohnt sich meiner Meinung nach. Ihr könnt ihn auch gerne abonnieren. Er macht richtig gute Videos zu MW3. Und wenn euch eure Daten etwas wert sind auf Facebook, dann guckt euch das Video unbedingt an, sind knappe 7 Minuten, weil da werden Daten von euch weitergegeben, das denkt ihr selber gar nicht. Und ja, ich werde es auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Und wie gesagt, diese ganzen Leute, die hier vor allem diese Videos machen, das ist ja noch das Dreiste dazu, ne? Alotrix-Videos machen mit Bildern, wo sie nicht mehr wissen, ob was ist, nur weil der Hintergrund passt, und dann in eine Verlinkung zu posten, ja, abonnieren bitte, ne? Ey. Sowas Dreistes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, ey. Echt, sowas ist echt nur arm, von jemand anders das Bild zu nehmen, wo man nicht mal weiß, ob es ist, und dann einfach zu sagen, jetzt ist er zu 100%, und dann noch zu sagen, hey, abonniert mich doch, nur weil ich euch ein Video poste zu Alotrix, wie er aussieht. Wenn er ein Real-Life-Video machen möchte, dann wird er es schon machen, aber wenn er es nicht zeigen möchte, dann macht er es halt einfach nicht. Ich denke, wenn er zu Gamescom kommt, dann werdet ihr so oder so sehen und diese ganzen Videos hier mit den zwei, drei Bildern, die hier auf Facebook rumgeistern, ist einfach nur unnötig und einfach nur dreist sein und auch schreibt abonnieren. So, deswegen lasst mich einfach mit dem ganzen Zeug in Ruhe. Wie gesagt, ich werde euch einfach hier blockieren, wenn ihr verlinken solltet oder so. Und
Ja, glaubt nicht alles, was man euch erzählt. So viel sei gesagt. Wenn ihr glaubt, der knallt 10 Leute am Tag, dann ja, könnt ihr sie gar nicht glauben. Ich meine, ich weiß es ja selber nicht. Und wie gesagt, wir urteilen jemanden nicht am Aussehen, weil jede Frau tickt anders. Nicht jede Frau geht nach dem Aussehen. Und ihr seid bestimmt auch nicht die größten Stecher. So, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.